Hallo ihr Lieben aus dem Aufbaukurs. Wir machen heute unsere Kombi etwas weiter. Genau, und dafür nochmal kurz am Ende hatten wir ja diese Faltgeschichte über den Rücken. Und da machen wir jetzt weiter mit der Kombination von der Chest Roll und der Back Roll. Genau, und erstmal, wie ihr dann von diesem Coinflip-artigen Faltgerät-Zeug hier zur Chest Roll kommt. Ich mache das jetzt so, dass ich mit dem Arm, also jetzt mit dem linken Arm, das letzte Mal den Reifen umklappe. Und von da aus drehe ich dann die Hand und halte den Reifen in diesem Griff, also der ist im Prinzip auf der Handfläche, und ich benutze gleich den Zeigefinger, um den dann über die Brust zu schicken. Was dabei passiert, ist ganz cool eigentlich. Man kann sich dabei nämlich nochmal komplett rumdrehen. Also ich schaue euch jetzt an, ne? Rechte Hand nach hinten. Linke Hand, linker Arm kickt den Reifen hoch. Und jetzt in diesem Moment gucke ich von euch weg und der Reifen ist aber unten. Das heißt, ich kann jetzt den Sprung nutzen, mich einmal umdrehen und zack ist der Reifen oben. Und ich schiebe ihn mit dem Zeigefinger, gebe ich ihm quasi den Weg vor über die Brust. Nochmal. Rechte Hand umdrehen, Reifen ist unten, Zeigefinger auf den Reifen, weiterdrehen, tschupp, über die Brust schicken. Nochmal umgedreht. Ja, das Gute ist, wenn es nicht ganz klappt, kann man kurz stehen bleiben. Einfach. Das ist ganz gut. Ich mach's nochmal. Reifen ist unten. Ich drehe mich weiter. Wir machen so ein bisschen diese Windmühlenarme. Immer ein Arm ist oben. Ein Arm ist unten. Und rechts und links natürlich auch. Können wir mal ein bisschen so üben. Und dann hier an dieser Stelle kann man sich ruhig noch ein bisschen Zeit lassen und schwupp. Genau, und entweder ihr macht dann schon die Variation direkt nach dem ersten Mal oder, was eigentlich auch ganz schick ist, voll kalt hier, den Reifen noch zwei, dreimal hin und her zu schicken, und zwar quasi mit beiden Händen gleich mit diesem Zeigefingergriff. Also der Reifen kommt auf der anderen Seite an. Und da nehme ich ihn auch wieder in diesen Griff und kann ihn dann wieder zurückschieben oder ins Gesicht schieben, wahlweise, was euch besser gefällt. Ja, und dann, wenn ihr bereit seid, dann fangt ihr halt den Reifen ab. Und zwar innen, also von vorne, innen, mit diesem Griff. Ja, die linke Hand war jetzt natürlich nur geschummelt. Also der Reifen kommt von rechts und ich greife sofort hinterher von vorne innen. Ich werde euch
gleich nochmal ein kleines Video machen mit anderen Variationen, die man aus der Chest Roll so machen kann, aber wir fangen jetzt halt erstmal mit dieser Variation an. Also noch einmal, ihr könnt es üben, indem ihr erstmal den Reifen hier festhaltet dann und dann diesen Griff übt, von vorne in den Greifen, Chest Roll, fangen mit der anderen Hand, von vorne innen halten. Und dann klappen wir einfach den Arm runter und wickeln den Reifen aus, sodass wir eigentlich ähnlich in dem ähnlichen Griff sind wie vorher, vor der ersten Chest Roll. Das heißt, theoretisch könnten wir uns jetzt sogar nochmal umdrehen und einfach noch eine Chest Roll machen. Ja, ist auch ganz nett. Aber was wir jetzt für die Kombi machen, ist hier reingreifen, Arm nach unten, Hand oben drauf. Ihr könnt wieder den Zeigefinger benutzen. Und dann lassen wir den Reifen über den Rücken rollen und greifen dann auf der anderen Seite mit dem rechten Arm rein und dann auch mit dem linken, sodass wir den vor den Körper klappen können. Also. Rechter Arm, linker Arm. Rechter Arm, linker Arm. Nochmal. Auch dabei könnt ihr euch tatsächlich auch umdrehen nochmal, während ihr den Reifen auswickelt. Also wenn ihr hier in diesem Griff seid und beim Auswickeln könnt ihr euch umdrehen, sodass ihr wieder andersrum steht. Ich fange nochmal von hier an. Es war ein bisschen spät gestartet. Okay, nochmal von vorne. Am Rücken. Mal hin und her und dann linker Arm schubst den Reifen noch mal mit. Wir drehen uns komplett Chest Roll. Zack. Mal andersrum. Noch einmal andersrum und am Ende versuche ich mich wieder umzudrehen.
sehr gut. Ich glaube, das Prinzip ist klar. Und nicht vergessen, ihr könnt auch hier wieder beim Falten natürlich euch wieder fröhlich umdrehen. Immer. Und natürlich auch die linke Hand nicht vergessen. Wenn ihr links machen wollt, ist es dann die linke Hand, klappt an den Rücken. Die rechte Hand so. Und auch da könnt ihr euch natürlich dann komplett umdrehen und die Chest Roll machen. Vielleicht auch so rum nochmal üben, die Windmühlenarme. Jetzt bewegen wir uns halt rechts rum. Links der Stopp. Dann natürlich beim Fangen zuerst mit der linken Hand auch rein. Dann geht es weiter. Wir tun jetzt mal so, als hätten wir rechts gemacht. Dann fange ich an zu drehen. Und jetzt nehme ich den Reifen in die linke Hand, rechts lösen. Und dann klappe ich den Reifen einfach auf die hintere Seite. Ja, eigentlich ganz langweilig. Und drehe mich weiter. Während das passiert, steige ich dann in den Reifen rein und durch den Reifen durch. Und was dann passiert ist, dann ist die Hand außen am Reifen bereit für ein ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also hier, ja, so eine Art Coinflip, heißt eigentlich alles Coinflip, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es um den Bauch rum. Zack. Und die andere Hand fängt ihn wieder auf. Ich mache den gleich nochmal im Detail, aber kurz nochmal bis dahin. Also, ihr seid mit den Händen vorne im Reifen. Linke Hand zum Beispiel greift, klappt den Reifen nach hinten. Wir klettern durch, rein uns sozusagen. Und dann halten wir den Reifen in der linken Hand, Daumen unten. Drehe mich mal, also ich bleibe mal so stehen und mache Gang. Durchgleiten und rein. Reifen ist aus. Einmal mit der rechten Hand. Rechte Hand frei. Frei. Hand ist außen. Daumen unten. So, und dann der nächste Trick. Relativ einfach von der Logik her, aber nicht so leicht bei der Umsetzung tatsächlich, finde ich. Also ihr habt den rechten Daumen unten, wie gesagt, in der rechten Hand. Dann nehmt ihr den Reifen hinter den Rücken. Daumen ist immer noch unten. Hier ist er dann halt oben. Und dann müsst ihr mit Schwung den Reifen über den Bauch wandern lassen. Die zweite Hand haltet ihr schon mal bereit, damit die dann sofort den Reifen übernehmen kann. Daumen runter, hinter den Rücken, zweite Hand bereithalten und mit der anderen Hand fangen. Lehne mich normalerweise erstmal nach hinten und dann winkt man so mit dem ganzen Körper zur anderen Richtung zurück. Also wenn ich mich nach rechts ein Stück drüber lehne, nachdem ich den Reifen losgelassen habe, lehne ich mich wieder nach links rüber.
Und dann habt ihr ja ein Video in dieser Liste von dem Kurs, von dem Aufbaukurs, wo ich das dann mit einer Chest Roll verbinde. Falls ich das nochmal erklären soll, sagt mir Bescheid. Sonst würde ich es einfach bei diesem Video dann belassen. Also es ist eine super Übung, könnt ihr mal so ein bisschen hin und her machen. Das hilft auf jeden Fall, um diesen Race Grab hier zu üben und gleich die Chest Roll mit. Kann man die ganze Zeit hin und her machen. Zwischendurch halt mal die Hand wechseln. Genau. Für den Flow machen wir jetzt eine Variante von diesem Waist Wrap. Und zwar sieht es so aus. Das ist rutschig. Das erinnert euch jetzt eventuell schon an das, was wir im letzten Video gemacht haben, nämlich an diesen Reverse Escalator. Wo wir unten den Reifen mit dem Fuß eingefangen haben. Vom Footwork her ist das jetzt genau das gleiche, aber wir machen das halt aus diesem Waist Wrap. Genau, so, also mal von hinten. Wenn ihr die rechte Hand nutzt, ich mache mal das ein bisschen tiefer. Wenn ihr die rechte Hand benutzt, dann ist es der rechte Fuß, der in den Reifen reingeht. Und zwar während der Reifen vor euch landet. Hier an der Stelle könnt ihr jetzt auch zum Beispiel als Variation in den Escalator reingehen. Ja, das ist quasi die gleiche Position vom Fuß. Aber was wir dann halt machen, ist den Reifen weiter rumgehen und mit dem linken Fuß einfahren. Und dann sind wir in diesem Hochkick-Move drin. Ich mach's nochmal. Was ihr hier machen könnt, ist jetzt auf dem rechten Fuß eine kleine Drehung. Linker Fuß kommt hoch, ihr schubst euch mit dem linken Fuß an. Und dann hochkicken. So, jetzt einmal von hier mit der rechten Hand. Von hinten mit der rechten Hand. Einmal mit links. Linkes Bein rein. Rechtes Bein fängt ein. Pirouette jetzt auf links. Nochmal von hinten.
Genau, und wie gesagt, dann eigentlich halt, finde ich schöner wie immer, fast immer mit Drehen. Verloren! Blöd. Gut. Macht nichts. Genau, und ja, das war jetzt erstmal das Ende vom Floh. Ich mache jetzt noch mal einmal die Geschichte von letztem Mal und von diesem Mal zusammen. Ich hoffe, das reicht erstmal so für diesen Teil des Flows, sonst müsst ihr mir nochmal Bescheid sagen, wenn das jetzt nicht reicht an Erklärung oder noch ein paar Sachen unklar sind oder so, sagt mir einfach Bescheid, was noch fehlt oder was ihr noch nicht verstanden habt und dann kann ich das nochmal wiederholen. Genau, also viel Spaß mit diesem Teil des Flows. Vergesst nicht, euch aufzuwärmen, hätte ich am Anfang des Videos sagen sollen, nicht am Ende, aber gut, fürs nächste Mal. Dann und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal in echt wieder und ansonsten mache ich euch noch ein paar Videos. Genau, aber den Flow haben wir jetzt, glaube ich, fertig. Ich muss noch mal meine Aufzeichnung durchgehen und ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir auch Videos zurückschickt oder andere Übergänge, die ihr gefunden habt, irgendwie meinetwegen auch aufschreiben, aber ich glaube, Video wäre irgendwie einfacher oder eine Sprachnachricht oder irgendwas. Genau. Also macht es gut und bleibt gesund.